Ihr seid auf der Suche nach einem coolen Fußball-Mobile-Game, dann seid ihr heute richtig bei uns bei GoNation mit Rumble Stars. Bleibt dran, jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von GoNation. Heute mit Rumble Stars. Ja, ein tierischer, lustiger Fußballspaß. Sozusagen könnt ihr kostenlos im App Store downloaden. War auch mehrfach schon der Tageshit, ja. Tipp des Tages und deswegen bei uns mal auf dem Tisch gelandet, um zu testen, was das Spiel so bietet. Und ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, wir gehen doch gleich auf mein iPhone. Ja, so sieht das Ganze aus. Ein tierischer Spaß. Ich hoffe, ich habe da nicht zu viel versprochen. Und zwar seht ihr da eure Mannschaft, eure Aufstellung, die ihr auswählen könnt. Ihr habt hier unten natürlich noch verschiedene Charaktere, die man frei spielen kann, aber auch frei kaufen. Und die Betonung liegt hier wirklich auf kaufen, weil ja, ohne Micropayment kommt man hier wirklich nicht allzu schnell weiter. Deswegen hier sicherlich ein bisschen ein Minuspunkt, insbesondere wenn es dann ins höhere Level geht. Ja, ihr könnt hier natürlich verschiedene Edeltruhen kaufen, da habt ihr Geld drin, da habt ihr Juwelen drin und da habt ihr auch so Spielkarten drin und je nachdem welchen Charakter ihr, ja welche Spielkarte ihr von welchem Charakter zieht, dann könnt ihr den natürlich hochleveln. So. Aufstellung sicherlich ganz spannend, ihr habt hier immer verschiedene Fähigkeiten von den Dudes, ja, von diesen Tieren, und zwar haben wir diesen faulen Panda. Das ist ganz spannend, also einige sind defensiv stark, einige sind sehr offensiv stark, andere sind einfach in der Verteidigung stark, also besser gesagt einfach in der Ablenkung von den anderen Gegnern. Und ja, es ist sicherlich ein witziges Spiel, taktisch auch ganz sehr spannend. Und ihr spielt das natürlich online, immer gegen andere Noobs, ja, könnt ihr da mal ordentlich nass machen und wir öffnen ein paar Truhen. Ihr bekommt natürlich immer Tagesbelohnungen. Dort geht es ein bisschen gratis weiter, aber natürlich auch nur bedingt. Oh, jetzt habe ich nur einen Charakter freigeschalten bekommen. So, da seht ihr, ich habe jetzt Münzen bekommen, bisschen Juwelen und solche Spielerkarten. Und habe hier noch eine goldige Truhe, die ich jetzt endlich öffnen kann. Die gibt natürlich ein bisschen Mehrwert. Der Tiger, Molotow-Cocktail. Also, seht schon, ist brutal, ja. Hier sterben Tiere. Da kommen hier wieder böse Mails von der Peter. Ladies and Gentlemen, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, wir machen mal ein schnelles Spiel, dann seht ihr auch, wie das hier vonstatten geht. Also ihr habt da immer euer Achterteam, das wechselt dann immer selber ab. Also ihr könnt die wie ins Spiel reinschmeißen. So sieht das aus. Also, ihr seht da unten immer den Energiebalken. Das ist ganz wichtig, weil ihr müsst natürlich dann immer genug Energie haben, bevor ihr wieder einen neuen ins Spiel reintun könnt. Jetzt kommt der Hund. Ja, der Wolf hier hinten. Verteidigung! Mein Känguru macht ein Tor! Und da habt ihr schon den Sound. Ein Highlight von dem Spiel, muss ich sagen. Der Sound, wenn man ein Tor macht oder wenn man ein Spiel gewinnt. So, ihr seht jetzt schon, zum Beispiel der Hund hier, der kann nicht schießen. Der ist ein Teamplayer. Das heißt, der kann tatsächlich nur passen. Und der ist sehr gut mit dem Panda, den ich hier mal losschicke. Ja, der schläft jetzt ein bisschen da vorne, kein Problem. Ich schicke jetzt den Hund rein. Doppelpass, schnell zick-zack, tiki-taka. Macht ein Tor. Nein, ist schon wieder weg, der Panda. Also geht's schnell, ihr seht, man kann sich da ziemlich schnell abmurksen. Ich schicke jetzt ein Tier, den Stier rein, er auch. Jetzt gibt's eine richtig Reiberei. Hier habt ihr Stier, der kann selber auch nicht schießen. Das heißt, man muss immer ein bisschen abwägen, wer auf dem Spielfeld ist. Und ja, der Tiger jetzt beispielsweise, der ist so stark. Der ist wirklich der Superstar, der Tiger, der Tor-Tiger-Jäger. Und zwar ist er sehr dribbelstark, abschlussstark und dann habt ihr jetzt den gegnerischen Wolf beispielsweise. Da kann ich jetzt auch mal reinschicken, der ist den Scharfschütze. Der hat auch so eine coole Augenklappe auf. Und nein, der Tiger. Muss ich jetzt ablenken mit dem falschen Ball. Da schicke ich wieder mein Känguru rein. Der springt so hoch, ja, schießt auch selber. Nochmal den Hund, der ist defensiv sehr stark. Panda.
Back nach vorne. Komm, Abschluss. Abschließen. Ja, haut nicht ganz hin. Es ist Best of Three. Also wer zuerst 3 Tore schießt, der gewinnt das Game. Oh nein. Der ist zu stark hier. Der Tiger. Ah, weg den Tiger an dir. An dir. Ist ein nervig hier. So. Ja. Ein bisschen ablenken hier noch. Ander nochmal nach vorne. Schlussoffensive jetzt. Mal den Stier rein. Das war jetzt knapp. Oh nein, jetzt hat er den Tiger. Panda, komm! Safe! Mach es! Mach ihn! Dominus! Oh! Oh! Mami! Ah! Jetzt hat der Panda in den letzten 10 Sekunden noch das Tor geschossen, ey. Könnte ich kotzen. So, jetzt Schlussoffensive hier nach vorne. Komm, 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 komm. Mach doch was! Mach doch was! Jetzt kommen 2 Bälle rein. Jetzt ist die Verlängerung. Wenn ich das noch aus der Hand gebe, aber ziemlich kacke. Oh, 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 oh. Komm, komm, mach ihn! Mach ihn doch! Tiger, komm rein. Ja, ja, das ist hier. Spannung bis zum Schluss und ich verliere! Wie kann ich das verlieren? Gegen den Andi. Der Hans hat verloren. Eieiei. Ei, ei. Aber ihr habt hoffentlich ein bisschen gesehen, wie das Spielprinzip funktioniert. Das ist ein bisschen taktisch. Ihr müsst euch immer da einstellen, was der Gegner auf das Spielfeld schickt. Es gibt natürlich immer so Noobs als Gegner, Totalausfälle, die das gar nicht checken. Die sind dann ziemlich einfach. Der vorne war jetzt nicht so, so schlecht. Zack. Kurzer Dance-Move natürlich zum passenden Sound. Wir schicken nochmal den Hund rein. Doppelpass mit dem Panda hoffentlich und dann... Abschluss stark, der Panda, da geht es gleich schon down. Schicke ich den Stier rein. Ihr seht da übrigens immer eine kleine Nummer, welches Level der Charakter hat. Nein. Ah. Gut, hab ich ihn abgelenkt hier. Und ihr könnt natürlich dann auch den... Ja, der Tiger ist echt zu stark, Mann. Da habe ich keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich den Griff bekommen kann. Ja, die Kanone ist auch nicht so schlecht. Die wetzt auch ziemlich gut rein. Ah, jetzt habe ich den Hund hier vorne. Nein. Richtig Glück. So, jetzt hat der Gegner kein Torwart mehr. Das heißt, ich kann jetzt... Ah, jetzt ist er wieder zurück, schade. Der ist echt bissig hier vorne, der Tiger. Nein, hey, ich hab... Ich kann den nicht verteidigen. Ich weiß echt nicht, warum. Das ist mühsam. Ah, jetzt gibt's hier wieder Rumgeeier hier. Ihr könnt gerne natürlich in die Kommentare reinschreiben. Ja. Wie beschissen das Spiel ist. Ich will wenigstens noch einen gewinnen. Hey, was ist denn jetzt los? Nein, könnt ihr natürlich gerne reinschreiben, ob ihr das Game schon runtergeladen habt. Habt ihr das schon? Findet ihr andere Fußballgames cool? Ist noch ganz gut gelungen. Aber, ja. In einer gewissen Zeit hat man es gesehen und man muss natürlich dann, auch wenn es dann höher geht, schon investieren, weil dann spielt man gegen diese Freaks, die dann tatsächlich schon Geld investiert haben und dann hat man einfach keine Chance, weil die dann einfach direkt die Level höher haben, hoch 100. Besseren Charaktere. Und das ist natürlich dann ein bisschen schade. Wir hatten ja auch übrigens schon bereits. Komm jetzt. Das kann nicht sein, Alter. Sein Tiger macht irgendwie 3 Tore und meiner hat noch das höchste Level und ja. Dankeschön. So, jetzt schicke ich das Krokodil rein. Man merkt schon ein bisschen, wie ich rumreklamiere hier. Juhu! Jetzt gewonnen 3-0 gegen Stevie. Stevie Boy. Ja. GG an der Stelle. Ja, mit dem Sound würde ich auch sagen, meine Damen und Herren, kann ich noch ganz, ganz kurz was zeigen, bevor wir zu bewerten kommen. Und zwar habt ihr hier natürlich so Cups, ja, Events. Dort könnt ihr immer
ja, solche Challenges erfüllen. Jetzt in dem Fall wären es 10 Siege. Und dann bekommt ihr so einen coolen Truhe. Da könnt ihr natürlich dann auch sehr viel, ja, noch Charakterpoints erhalten, Charakterkarten. So, jetzt habe ich sogar gefunden, das Wort. Und könnt natürlich dort auch ein bisschen hochleveln. Die sind natürlich nur bedingt, also nicht immer. Dann habt ihr natürlich noch Tagesbelohnungen. Hier beispielsweise, ich habe jetzt schon hier zugeschlagen. Und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, wir schwappen doch gleich mal rüber zur Bewertung und sagen euch, was wir so denken. Ja, also ihr habt es gesehen, eine 6 von uns, 6 von 10 Punkten der GoNation-Koeffizient hat zugeschlagen. Ja, es ist natürlich ein bisschen Micropayment intensiv, wenn man höher kommt, das ist ein bisschen schade. Es macht dennoch Spaß, ist so zwischendurch mal witzig. Ihr braucht aber eine stabile Internetverbindung, sonst ist, ja, teilweise laggt es und hängt es. Das ist ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr es euch holt oder ob ihr das Spiel kacke findet. Schreibt es mal gerne rein. Würde mich wundern nehmen. Dann könnt ihr uns natürlich abonnieren, würde uns auch sehr freuen. Glocke aktivieren für die neuesten Inhalte, für die neuesten Contents von GoNation, jetzt mit den neuen Facelifts. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt gegenüber den anderen Sendungen vorhin. Ja, das war es jetzt auch von mir, von unserer Seite. Ich wünsche euch noch ein ganz tolles, ja, Spielen, wenn ihr dann soweit seid. Und wir sehen uns bald wieder. GoNation out.